Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mad Eagle Dynasty. Hier haben wir neben meinen Schwein und mal sehen, was wir diese Folge so machen. Ich bin ein bisschen raus, ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht gespielt, aber wir kommen wieder rein. Ich beschaffe mir mal einen Überblick über das Dorf und ich wünsche euch eine schöne Folge und damit let's go. So, wir haben auf jeden Fall Probleme bei einem Landwirtschaftsschuppen, bei einem Feldschuppen. So, und zwar, der hat keine Ressourcen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass kein Dünger mehr da ist. Könnte das sein? Guck mal, dass ich nochmal Dünger herstelle aus Schweinedung und dann gucken wir mal, ob sich das Problem dann löst. Eigentlich schon, müsste. Okay, wir haben 8 Dung. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber Dünger haben wir halt auch nicht mehr. Also das wird das Problem sein, dass wir einfach keinen Dünger haben gerade. Okay, 4 Dünger hergestellt. Schmeißen wir wieder ins Lager. Und dann müsste das Symbol da oben links verschwinden. Ja, bis jetzt ist es noch nicht weg. Das ist doch noch nicht ausgereicht. Zieh mir mal eine Kohlsuppe rein. Ja, weil ich Hunger hatte. Also irgendwie löst das noch nicht unser Problem. Oder haben wir keine Kohlsamen mehr? Hör auf. Sind wir out of Kohlsamen? Nee, der hat ja noch gar nichts gestreut. Das kann nicht sein. Es wurde ja noch nichts gesät. Also Kohlsamen dürfte nicht unser Problem sein. Ich habe jetzt Bock, da oben ein paar Häuser hinzustellen. Ah, jetzt ist das Symbol weg. Okay. Jetzt geht sie auch wieder düngen. Sehr stark. Top. Wir sind auch wieder kurz vorm Winter. Das heißt wieder dicke Klamotten. Aber erstmal würde ich gerne hier oben ein paar Häuser hinstellen. Wenn das ginge. Hey, ob wir hier eins hinstellen können? Warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Und zwar stelle ich mal ein kleines Haus hier. Nee, das geht nicht. Das wäre einfach zu steil. Aber das hier geht. Das geht. Okay, komm. Dann stelle ich hier eins hin. Einfach, weil ich es kann. Das hat auf jeden Fall eine geile Aussicht. Ich plane jetzt mal so ein bisschen. Ne? Ich stelle hier mal ein paar Fundamente hin. Einfaches Haus stellen wir auch hier hin. Das könnte dann mein Haus sein. Theoretisch. Und ich möchte bitte genau hier so rauskommen. Dass ich hier so aufs Dorf gucken kann. Geil. Geilomat. Verlegen wir auch gleich mal ein paar Wege. Können wir gleich von hier einen durchziehen. Und dann hier hin. Also hier kommt noch ein Zaun hin, ne? Dass ich hier nicht gleich runterfalle und so. Und hier hinten könnte noch so eine Bank hin oder so. Das fühle ich. Und hier so ein Haus hin, ne? Hier wäre auch cool. Wenn wir wieder ein größeres Haus hin. Bin mir noch nicht sicher, in welche Hütte ich hier einziehe. Die sind eigentlich alle geil. Von der Position her. Aber ich würde sagen, hier für die zwei brauchen wir Holz auf jeden Fall viel. Wir bauen jetzt mal die 3 Häuser fertig und besorgen uns neue Dorfbewohner. Das wird diese Folge unser Main-Ziel. Einfach neue Leute. Wie viele Steine brauche ich für ein Fundament? Ich glaube 8 oder so, ne? Nehmen wir 12 mit, falls wir doch mehr brauchen. Und die 28 Holzstämme. Oh, wir brauchen Holzstämme. Wir haben keine Holzstämme mehr. Ja, ich habe meinen Dings, meinen Holzhammer verbaut. Ich hack mir mal hier ein bisschen Holz. Oh, meine Axt ist auch kaputt. Stöcke. Ich glaube, es war gerade nicht so klug, kurz vor dem Winter die ganzen Holzstämme zu verbauen. Da fehlt uns jetzt das Feuerholz eigentlich für den Winter. Ja, zur Not muss ich selber ran. Ja, ich glaube, das Bauprojekt muss erstmal noch ein bisschen warten, bis wir wieder genug Ressourcen gesammelt haben im Dorf. Ich möchte jetzt auch nicht so viele Bäume selber hacken. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mit das hier. Aber es sind unglaublich gute Spots hier oben für Häuser. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Mal, wenn man hier rauskommt und einfach einen geilen Blick aufs Tal hat, kann das vielleicht sein? Wartet mal. Sie ist ja Holzfällerin und sie ist schwanger. Irgendwann müssen wir uns sowieso
um Ersatz für sie kümmern. Dass wir uns vielleicht eher einen Mann suchen, der in Dings ganz gut ist, in Beschaffung oder Abbau von Ressourcen. Den könnten wir den auch im Grabungsschuppen einsetzen. Weißt du, was ich meine? Erstmal gehen wir in den Winter. Es hilft ja nichts. So, wir können uns wieder am See umsehen, da wo wir die Barsche reingeworfen haben. Vielleicht mache ich auch die Quest jetzt erstmal. Und ich ziehe mich erstmal winterlich um, ne? Bevor wir jetzt hier irgendwas machen und anfangen wieder zu frieren, ziehen wir uns lieber ordentlich was an. Dicke Lederhandschuhe, einfache Schuhe können wir hier reinwerfen wieder, einfaches Leinenhemd auch. Kniehose behalten wir an und wir nehmen mit gesteppte Weste, eine Kappe und Pelzschuhe. Digi. So. Mach dich kaputt, Junge. Guck mal, jetzt sehen wir wieder fesch aus. Sieht man von hier aus die Gebäude da? Oh, Alter, guck mal, da oben sieht man die. Von unten sieht es ja fast noch epischer aus als von oben. Krass. Krass, krass. Stellt euch vor, da oben sind noch mehr Häuser von den Bewohnern. Cool, cool, cool. Ich freue mich sehr. So, in dem einen Haus haben wir jetzt nur eine Frau, Ed Borger. Okay, und wir brauchen da noch einen Mann, der auf Gewinnung geht. Ey, vielleicht nutze ich gleich mal die Chance hier, um ein bisschen zu jagen. Dafür müsste ich mir natürlich wieder ein paar Pfeile craften. Steinpfeile. So, Steinwaffen. Steinpfeil. Können wir 4 herstellen. Na, machen wir mal. Müssten ja dann 40 Pfeile sein. Ja, sehr gut. Das sollte eine Weile reichen. Wie sieht unser Bogen aus? Der hat noch ein Viertel Leben. Das ist okay. Da rüsten wir gleich mal die neuen Steinpfeile aus. Warum wird mir angezeigt, dass er nur einen Steinpfeil hat? Jetzt haben wir 42. Schön. So, wir nehmen uns mal das erste Wiesent vor. Ich weiß nicht, ob ich den treffe. Den habe ich zweimal getroffen jetzt. Noch 23 Pfeile, aber ich treffe die irgendwie nicht. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Er hat mich erwischt, aber nicht so doll. Es ging. Okay, wir haben ihn erlegt. So, zweiter ist erlegt. 12 Pfeile habe ich noch. Ich muss die ganzen Pfeile wieder kriegen. Oder ich crafte eine neue. Okay, 3 habe ich erlegt. Slow and steady. Kriege ich die hier runter? Nee, der verpisst sich. Okay, erwischt. Jo, hier liegen viele Steinpfeile. Oh! Oh! Okay, okay. Gleich noch Verbrecher, Alter. Was ist denn hier los? Headshot. Headshot. Ich bin gut. Ich bin gerade echt gut mit dem Bogen. Okay, looten wir mal die Boys hier. Hat fast 100 Münzen dabei. Also ich glaube, es waren auch alle. 3 Stück. Ne, da hinten ist noch einer. Der hat eine Armbrust dabei. Lol, und 20 Holzbolzen.
Der hat Munition dabei, Steinpfeile nehme ich immer gern. So, dann holen wir uns noch mal den letzten. Sniper-Schuss. Alter, daneben. Okay, ich habe ihn erledigt. Schmuggelware, okay. Kriege ich da noch die ganzen... Wie sind die gelootet jetzt, wenn ich da so viel einsammeln muss? Hoffe. Alter. Hab ich den gespickt? Ist hier irgendwo ein Lager? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, wie sind da? Richtig. Okay, da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir können noch mehr einsammeln. Ja, mehr als zwei wird's nicht. Aber wo sind die anderen hin? Ach, da vorne. Okay. Kurz gedacht, die sind weg. Ich bringe erstmal den Scheiß weg und dann looten wir die anderen beiden. Aber ich habe meine 40 Steinpfeile einfach so verschossen. Müssen wir gleich nochmal gucken, alles einsammeln. So, jetzt nochmal gucken, wo haben wir hier Steinpfeile verloren. Wo sind die? Es kann doch nicht sein, dass hier keine mehr sind. Sind die alle despawned schon? Okay. Also ich hätte schneller suchen sollen. Wir sind alle despawned. Schade. So, jetzt steht hier wahrscheinlich auf dem Zettel steht jetzt, dass ich nochmal fische. Wieder sind die Fische aus dem Korb verschwunden und ein weiterer Brief liegt daneben. Sieh ihn dir genauer an. Der Schreiber ist ohne Frage wieder derselbe. Mittlerweile würdest du diese furchtbare Handschrift überall erkennen. Die Nachricht lautet, Fisch noch mehr, größer, jetzt Hechte. Nicht vergessen den Korb. Freundlich, 42. Was? Jetzt soll ich da 10 Hechte reinlegen? Alter, wollt ihr mich eigentlich... Was ist das für eine scheiß Quest? Und wieder bin ich an dem Punkt, dass ich diese Quest einfach viel zu lange schon jetzt tue, als dass ich nicht darauf eingehen sollte. Also es ist halt ein Teufelskreis, es geht einfach nicht. So, wir brauchen jemanden. Du bist eigentlich perfekt. Ja, du bist gut. Jutrovoi. Du hast 3 in Gewinnung. 24 ist okay. Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Reputation 600 erforderlich. Dacht ihr eigentlich, dass ich Reputation bekomme durch diese scheiß Fischquest? Aber nein. Nein. Einfach nein. Das nervt. Aber 10 Hechte. Ich hoffe, es kostet nicht so viel. 210, Diggi. Okay, naja, gut. Ich tue mal die Hechte da mal rein. Hab leider nicht genug Reputation, um mir einen neuen Dorfbewohner zu holen. Ja, vielleicht sollten wir dann doch so Anschlagtafel-Quests machen aus der großen Stadt. Die gingen wahrscheinlich nicht so lange wie die wie diese verdammte Kack-Quest hier. Also das ist ja... Außer jetzt kommt jemand gleich und holt die Hechte ab. Und ich kann ihn erwischen und kann dann sagen, gib mir mein ganzes Geld wieder oder stirb. Warte auf die nächste Jahreszeit. Digga, ich mach das jetzt hier noch Jahre. Das kann doch nicht wahr sein. Warzenschwein. Aber ich habe Fleisch. Leute, ich habe Fleisch. Ich kann wieder sehr, sehr viel kochen. Schön Suppe. Kohlsuppe. Die dann verkaufen.
Ja, Money-Probleme habe ich gerade nicht. Also ich habe zwar wenig in der Tasche, aber ich habe theoretisch Loot gefunden. Ich habe theoretisch Loot gefunden. Kohle. Als ob wir nicht genug Kohle schon hätten, aber egal, nehme ich mit. Geschenkten Maul, und so. Gürteltasche, ah ja. Zum geschenkten Maul sagt man nicht nein. Hopfensetzling. Den heben wir uns mal auf. Der könnte irgendwann wichtig werden im Endgame. Jetzt noch nicht. Das wäre jetzt Quatsch, aber Zinnerz nehme ich natürlich auch gerne mit. Komm her, Hirsch, du bist schon angeknackst. Du hast doch keinen Bock mehr. Komm, lass mich dich hauen. Er hat noch sehr viel Elan, ne? Guten Metabolismus, der Junge. Ich treffe ihn auch scheiße. Das könnte auch daran liegen, ja. Also überladen zu jagen ist ja wohl gar keine Option. Absolut nur peinlich, was ich hier tue gerade. Nur peinlich. Ich hätte mich gar nicht auf den Pfeil hier einlassen sollen. Guck mal, was der da... Der hat einen Pfeil direkt am Arsch hängen. Da habe ich aber gar nicht vorgezielt, habe ich da. Gar nicht. Jetzt brauche ich ein Messer. Und natürlich fehlen mir Stöcke und Steine. Sticks and Stones. Ist wieder so. Es ist wieder so weit. Dass ich mich hier selbst am Boden mit Steinen und Stöcken eindecken muss hier, ey. Ja, natürlich haben wir 4 Stöcke und brauchen 5. So. Ist nicht meine Runde heute, ist nicht meine Runde. Also irgendwie enttäuscht mich das Spiel heute. Na gut, die Häuser, die wir da oben gesetzt haben, die Fundamente, die sehen wirklich geil aus. Ich krieg ein Steinfeld zurück und habe irgendwie 15 verschossen oder so. Pff. Gute Investition auf jeden Fall. Wo muss ich eigentlich hin? Da lang, ne? Mhm. Wir brauchten ja, warte mal, 600 Dynastie-Reputation. Wir haben 560. Ah, okay. Slightly zu wenig. Aber wir haben wieder durch die Verbrecher und das andere Loot-Zeug immer wieder ein bisschen Alkohol gesammelt. Und das finden unsere Leute natürlich mega. Da geht die Stimmung richtig hoch, sage ich euch. Wenn man Alkohol hier schön Weizenbier und so, das ist sofort weg. Guck mal, ich habe vorhin hier noch was reingeworfen. Das Apfelwein, das ist sofort immer weg. Und dann müsst ihr gucken in die Stimmung, ne? Du siehst ganz genau hier, wer von denen Alkohol getrunken hat, ne? 16%, 14% und so. Die haben schon Bock. Mein Hintern juckt. Habe ich das gerade laut gesagt? Ja, hast du. Mädchen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Benehmen, ey. Ich mache nochmal Dünger. Guck mal, 21 Dung. Können wir nochmal 10 Dünger machen, kann sie am nächsten Tag nochmal schön das Feld düngen, weiter düngen. Wir brauchen ja 66 irgendwie, ne? 66 Dünger muss halt zwischen den Jahreszeiten, wo wir nicht ernten, muss das halt rauskommen aus den Schweinen, damit wir im Prinzip ständig Kohle nachfordern. Aber ich muss halt auch mal Kohl verkaufen. Und dafür ist der Winter halt gedacht. Und ich gucke mir das jetzt gleich mal an. Warte mal, haben wir noch Holzschalen? 9. Okay. Haben wir noch Holzstämme? Ich mache mal aus den Stämmen Schalen. Ja, ich glaube, ich muss selber noch mal Holz ernten, weil ich gerade ein bisschen wenig Schalen bekommen habe daraus. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Holz aus? 2. Bedarf 255 pro Tag, ja. Das ist es halt, ne? Also ich darf denen eigentlich keine Holzstämme mehr wegnehmen, weil die alles eigentlich verbraten.
Ich sag jetzt auch mal in der Verwaltung, dass der Holzschuppen keine Stöcke mehr sammeln soll. Macht keinen Sinn, gerade im Winter. Lieber voll auf Holzstamm gehen. Damit wir was haben zum Verbrennen. Ich glaube, die Stöcke verbrennen die natürlich nicht. Aber zum Glück haben wir diesen Winter keine Probleme mehr mit der Temperatur. Das war ja im letzten Winter noch krass. Naja. Aber ich glaube, der Skill hilft auch viel, dass wir da geskillt haben, dass wir einfach temperaturunempfindlicher sind. So, wir haben jetzt 119 Schalen. So, jetzt nehmen wir mal Fleisch und Kohl mit und gucken mal, was wir daraus jetzt machen können. Warte mal. Der ist hier 75% der Kohl. Den müssten wir jetzt erstmal, dann nehmen wir mal 100 raus. Beim Fleisch nehmen wir mal 150. Geht das noch? Können wir uns noch bewegen? Oh, gerade so. Gucken wir mal, wie viel wir davon machen können und dann das Zeug verkaufen natürlich in der großen Stadt. Nein! Quatsch! Du sollst kein gebratenes Fleisch machen. Vicky. Jetzt wollte ich gerade gebratenes Fleisch daraus machen. Oh, das wäre fast in die Hose gegangen. So, 50 Kohlsuppe können wir machen. Mal sehen, ob unser Gewicht dadurch auch wieder runtergeht. Ja, tut es. Tut es. Wir brauchen jetzt noch. Ja, wir brauchen noch Kohl und gebratenes Fleisch. Nicht gebratenes Fleisch. Oh, neues Gebäude, Werkstatt 2. Oh, wir können unsere Werkstatt aufpimpen. Nicht schlecht. Quatsch. Muss doch ins Nahrungsmittellager. So, jetzt wird die ganze Nacht gekocht hier. Nimm mal 60 Kohl mit. Und 100 Fleisch vielleicht? Nee, das war zu viel. Ja. Wir müssen uns langsam an die Maximalmasse von der Kohlsuppe rantasten. So. Ich habe jetzt einfach 80 Kohlsuppe. Und bin ganz schön überladen. Ich würde das erstmal auf sich beruhen lassen. Schlafen gehen und am nächsten Tag das Zeug verkaufen. Wenn wir das dann in der großen Stadt verkauft haben, gucken wir uns gleich mal die Anschlagtafel-Quests an. Was wir dafür machen müssen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir so Jagdmissionen bekommen, wo wir exakt das eine bestimmte Tier schießen müssen. Oder was weiß ich. Oder irgendwas sammeln müssen oder sowas. Also so eine leichten Quests. Für die wir natürlich auch Reputation bekommen. Und dann einfach noch den Dude da holen können. Oder die haben da auch selber noch einen, der 3 in Gewinnung hat. Den würde ich gerne nehmen. Damit wir einfach ein Holzfäller-Backup haben. Wenn sie jetzt ihr Kind gebärt, haben wir ja 2 Jahre lang keinen Zugriff auf sie. Ist natürlich schön, dass wir ein Kind haben, das heranwächst, aber wir brauchen halt auch ihre Arbeitskraft brauchen wir wieder. Ich habe ein bisschen Hunger, aber ich habe noch gebratenes Fleisch dabei. Prügeln wir uns das mal rein. Ah, ich hätte mich noch waschen können, ne? Aber hier vorne ist ja der Fluss tief genug. Wir gehen mal ins kalte Wasser. Wir wagen den Sprung ins kalte Wasser. Und zack, sind wir wieder sauber. Das ging schnell. Ich komme wieder in die Stadt und alle sagen so, ey, kommt da wieder der Typ, der so komisch schräg geht. Was ist eigentlich mit ihm? Ist
Zeig mir deine Ware, mein Freund. So, du bist genau der Richtige eigentlich für meine Kohlsuppe. Knapp 1000 Münzen haben wir jetzt damit gemacht. Noch einen Nachtsichttrank, den ich verkaufen kann. Ja, die Holzschalen würde ich eher ungern jetzt verkaufen, weil dafür kriege ich mehr, wenn ich die fülle. Macht Sinn, ne? Temperaturtrank. Okay, mach's gut, hau rein. So, und wir gucken gleich mal auf die Anschlagtafel, was da so für Quests sind. Weil da habe ich noch gar nicht geguckt. Ich weiß, da sind welche, aber... Dünge oder werde gedüngt. Abliefern an Derwa und Verdorbenes 9. Münze und 50 Reputation. Ich habe nichts Verdorbenes. Dachs, Dachs, Dachs. Jage 5 Dachse. Das ist gut. Die nehme ich an. Brücke ist Liebe, Brücke ist Leben. Abliefern an Derwa und Holzstamm 4. Das sind Easy Quests. Ich verfolge gleich mal die mit den Holzstämmen und dann fäll ich mal zwei Bäume und gib ihm die Holzstämme. Ja, aber seht ihr das da oben links, was meine Bewohner gerade brauchen? Ach, Birk ist blockiert, weil die noch im... Ich darf hier nichts fällen? Oh Gott. Weil ich noch im roten Radius bin? Oh lol. Na, jetzt ist es wieder weg. Meine Leute brauchten Feuerholz. Mit den Ahorn kann ich hier fällen und der gibt doch gleich 4 Stämme. Easy peasy. Abliefern an Derwa. Machen wir mal. 100 Reputation. Schmeckt. Für 4 Holzstämme. Ist okay. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie oft werden diese Quests aktualisiert? Einmal in der Jahreszeit oder... Dann wäre es nice. Das sind schöne, einfache Quests. Ist das hier, bist du der Kastellan hier oder was? Boah, du siehst schon mächtig aus. 39. Wegen der Brückenmaterialien hier. Das ist großartig. Ja, easy peasy. So. Stimmt, wir haben die Werkstatt. Ja. Oh, Flakon aus Ton, Tonvase, alles aus Ton, Tonflasche, Tonkrug, Tonbecher, mittlerer Weidenkorb. Es lohnt sich. Das ist natürlich auch geil. So ein großes Rad, wo der daran repariert. Finde ich cool. Gibt's das? Kann ich das auch bauen? Darf ich das bauen? So, ich wollte ja in die Verwaltung schauen. Wir haben jetzt 660 Dynastie. Ja, wir können uns wieder einen leisten. Und ich gucke hier vorne. Beim letzten Mal hatten wir hier nur Mädels. Jetzt, wir suchen einen Mann mit 3 in Ressourcengewinnung. Und hier sitzen 2 Männer. Und du hast eine 2 in Ressourcengewinnung und eine 3 in Jagd. Und du hast richtig schlechte Werte. Okay, alles klar. Ich muss noch mal in das andere Dorf. Bin mal auf dem Weg dahin schon mal ein paar Dachse jagen, wenn wir welche sehen. Ich weiß ja, wo welche sind. Da vorne in den Ruinen sind Dachse. Wir müssen 5 Dachse jagen. Oh, hier gibt es ein Holzfäller-Camp. Sehr nice. Ich hoffe, es gibt eine schöne Axt für mich. Ich möchte bitte keine Steinaxt. Ich sehe schon eine Steinaxt. Oh, 26%. Naja, zumindest sind die Holzstämme ganz lecker. Aber eine schöne Bronzeaxt wäre mal nicht schlecht. Spiel, hörst du mich? So, hier könnten wir mal langsam... Oh, da vorne ist ein Dachs. Ich sehe einen. 2. Wir schleichen uns an. Ist die nicht getroffen, beide? Nee. Ah, da.
mein Bogen ist kaputt. Aber ich kann die auch mit der Axt jagen. Easy peasy. Die Armdachse. Wo ist der andere hin? Naja, wir werden jetzt hier nicht im ersten Gebiet 5 Dachse finden. Da vorne. Aber wir können ja immer mal wieder gucken. Okay, warte mal, hier sind 3. Vielleicht habe ich Bullshit erzählt und wir finden hier wirklich 5 Dachse. Es beißt mich. Was ist denn das? Hier ist ein totes Pferd. Was ist hier los? Hengst, häuten. Ich kann ein Pferd häuten? Was kriege ich da raus? Leder und Fleisch. 80 Fleisch, lol. Kupferpfeile? Irgendwer hat hier ein Pferd erschossen. Alter, das war ein richtiger Überfall. Hat er keinen Loot dabei oder was? Im Fass ist nix. Jetzt kommt, dass ich die Quest abgeschlossen habe, die ich vorhin schon... Also, das ist ja Quatsch. Wisst ihr, was ich meine? Das Brett hier ist irgendwie verbuggt, das kriege ich nicht raus. Bronzehammer. Oh, okay, okay, der wird eine Weile reichen. Der wird so einige Gebäude bauen. Der wird so einige Gebäude bauen. Ein Holzrad. Ja, nice. Nimm mit. Okay, wir sind ganz schön überladen. Ich würde sagen, ab zum Dorf wieder. Scheiß jetzt auf die Dachse. Die kriegen wir schon noch irgendwann. Und wenn die hier nachspawnen, sind es halt auch dann mindestens 5, die wir gejagt haben. Ja, da vorne ist noch einer, aber wir sind halt überladen. Wir können den nicht verfolgen. Es wird nichts. So, wir sind zurück im Flussdorf. Und du warst der, den ich haben wollte, ne? Genau. Top. Jetzt kommt zu uns. Ja, großartig, wir sehen uns dort. Wir haben einen neuen Dorfbewohner. Und wir gucken gleich mal in die Verwaltung, dass wir ihm sein neues Zuhause zuweisen. Und zwar wirst du da zusammen mit der... Warte. Einfaches Haus. Mit der Edburga wohnen. Genau, stimmt. Und du wirst jetzt arbeiten in der... Holzschuppen? Grabungsschuppen. Im Grabungsschuppen wirst du arbeiten. So, und dann sagen wir auch gleich mal, dass der Grabungsschuppen... Wo ist der? Da. Dass wir im Grabungsschuppen... Wir können Kupfererz ernten schon im Grabungsschuppen? Krass. Krass. Ja, ist halt die Frage. Aber ich glaube, ich werde Ton da ernten erstmal, damit wir... Ah ja, die brauchen eine Schaufel für Ton, verstehe. Ja, ja. Dachte ich mir schon fast. Ich werde mal schnell nochmal ins Dorf gehen und ein paar Schaufeln herstellen. Oder wisst ihr was? Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind jetzt hier schon sehr über der Aufnahmelänge. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst das Abo nicht und den Kommentar. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Boah, Zungenbrecher. Macht's gut und bis dann. Ciao. We'll be right back.